Mein Name ist Robert, ich spiele hier Rugby und mache das schon ungefähr so seit 7 Jahren. Das Training läuft so ab, dass wir uns erstmal warm machen, ein bisschen Koordination, Handling mit dem Ball, anschließend dann diverse Übungen von Tackeln bis Verteidigung und Angriff üben und dann zum Abschluss meistens noch so ein kleines Spiel. Wir haben ein Damenteam und ein Herrenteam. Das Herrenteam tritt in der olympischen 7er-Variante an und in der 15er-Variante. Das Damenteam nur in der 7er-Variante. Und die Herren haben über den Winter so 6 bis 8 Auswärtsspiele und im Sommer so circa 4 Turniere. Und die Damen spielen auch regelmäßig im Turnierbetrieb, sowohl im Winter als auch im Sommer. Und die sind auch ungefähr mit 8 Spielen dabei. Rugby ist einfach ein wunderbarer Sport, weil es egal ist, was für eine Körperstatur man mitbringt. Es gibt so viele Positionen, die so viel Möglichkeiten bieten, wenn man klein ist, auch zu spielen. Man muss keine großen Voraussetzungen haben, irgendwelche Handling-Skills braucht man nicht. Man muss kein Fußballgott sein, um zu spielen. Man kann einfach recht schnell da reinkommen. Wenn ihr das erste Mal zum Training kommen wollt, empfiehlt es sich, Sachen mitzubringen, die vielleicht auch kaputt gehen können. Also packt nicht eure teuerste Sportsachen ein zum Anfang. Mein altes T-Shirt reicht dicke aus. Ansonsten normale Laufschuhe oder wenn ihr habt, Stollenschuhe. Wenn ihr denkt, dass das die Sportart für euch ist, dann schaut einfach vorbei. Wir freuen uns über jede Person, die hier mitmacht. Und dann bis bald.